ein Stück Umgang mit Träumen zeigen. Hat jemand einen Traum, vorzugsweise von heute Nacht, sonst nehmen wir auch Konserven, den er bereit wäre? Traum ist also kleinste Einheit. Kann ein akustischer Eindruck, ein visueller sein. Eine der schönsten Traumserien, die ich veröffentlicht habe, fängt damit an von einem Menschen, es war hier in Wien, auf dem Tübinger Kogel, der sagte, ich habe gut geschlafen, ich habe nicht geträumt. Und da habe ich am zweiten Morgen wieder nach Träumen gefragt. Er hat einen kleinen Moment nach unten geguckt, als geschulter NLPler wusste ich, akustischer Kanal. Und dann hat er wieder gesagt, ich habe gut geschlafen, ich habe nicht geträumt. Und hat er wieder nach unten geguckt und gesagt, was ist das? Also ich habe ein bisschen mit ihm geredet, dann hat er gesagt, das ist ja kein Traum. Was ist es? Und dann hat er gesagt, ja, es ist eigentlich nur was Akustisches. Eine Scheibe klirrt und eine Stimme sagt, das war bestimmt wieder der Kleine. Und anhand dessen haben wir gearbeitet und der hat am nächsten Tag eine Traumserie gebracht in einer Ausdruckskraft, wie ich sie selten erlebt habe, und die habe ich auch veröffentlicht in einem Aufsatz, der heißt Geschlechtsidentität, eine seelische Perspektive. Das hat sehr viel mit Mannsein zu tun gehabt. Also, nur Mut. Ich sage immer auch, wir machen auch aus Fliegenbeinen Elefanten oder Nashörner. Ich habe immer wieder eine Traumfrequenz, wo ich ein Kind verliere. Also, ja. Während ich zu meinem ersten Kind schwanger war, dass ich plötzlich ein Känguru war und so ein ganz ein kleines Känguru-Baby hatte. Und ja. Habe ich plötzlich verloren. Ja. Und Moment, bevor wir jetzt reingehen. Ist das das Angebot eines Traums? Oder? Das wäre ein Angebot. Das wäre ein Angebot. Wann haben Sie zum letzten Mal sowas geträumt? Also ich träumte so in Jahresabständen. Okay. Es ist jetzt nicht ganz aktuell, wäre aber gerade Wiederholungsträumen, da gehen ja auch Erzählungen in endlosen Varianten von Träumen weiter. Von daher ist es interessant, was sich da entwickelt. Das nehme ich jetzt erstmal auf, das Angebot. Bevorzugen würde ich, wenn jemand ein Traumerleben von heute Nacht hätte. Aber ich glaube, das war jetzt so ein Angebot, das kann man fast nicht auf. Also, das kann man schon. ich finde, das ist ein gutes, ein wichtiges Angebot, aber nicht immer. Ja. Nein, das war jetzt so. Die Diskussion her. Okay, aber wenn wir keinen aktuellen Traum haben, der hätte halt ein bisschen den Vorteil gehabt, dass wir auch zum Beispiel auf das, was hier passiert, hätten als Parallelprozess fokussieren können und von daher vielschichtigere Sinnbezüge. Aber wenn wir das nicht haben, können wir es nicht machen. Haben Sie jetzt nochmal eine Frage? Ich brauche gar keine Methode, weil wenn jemand mit mir in einem Seminar ist, so wie ich arbeite, gibt es keinen, der nicht innerhalb von 4 Tagen, selbst wenn er sonst sich nie an Träume erinnert, sich nicht an einen Traum erinnert, weil einfach eine... Was machen wir jetzt mit dem Angebot? Da ziehen alle ihre Rotkreuz-Schwestern-Trachten an hier. Ja. Aber ich hätte auch ein aktuelles Angebot. Ja, schön. Sie haben gestern gesagt, dass es so diese Stollen gibt, ja, wo man immer wieder, ja, hinkommt und wo, ja, es dann unten so diesen Verbindungsgang gibt. Ja. Und ich habe eher so das Gefühl bei mir, dass es da unten wo eine Höhle gibt und ich durch unterschiedliche Gänge immer wieder in die Höhle komme. Bevor wir jetzt weiterreden, also Sie kriegen den Zuschlag, dass wir das jetzt erstmal klären. Nein, nein, ich bin froh, dass Sie mir das Angebot machen. Ich habe nur geguckt, ob etwas ist, was vielleicht für die, erstmal sagen wir mal, die Chance hat, für die Vielschichtigkeit, die ich hier zeigen möchte, gleichzeitig auch noch anderen Nutzen haben. Es ist ein Abenteuer, ob wir das jetzt bei diesen Träumen machen können oder nicht. Ich bin aber trotzdem bereit, mich darauf einzulassen. Dann würde ich Sie aber bitten, herzukommen. Ist das okay? Das
Eine ganz kleine Erläuterung möchte ich noch kurz geben. Also es gibt einen sehr ausführlichen Aufsatz bei unserem Institut. Wirklichkeitskonstruktive Traumarbeit, kann das jetzt nicht erläutern. Ich will nur sagen, dass ich diese Art von Dialog halten nenne schöpferischer Dialog anhand von Träumen. Das heißt, es geht nicht unbedingt darum, Trauminhalte zu deuten. Es geht darum, Umgang mit Träumen, der ja ganz vielschichtig ist, als eine Lebenserzählung zu nehmen, aus der heraus man gucken kann, und gibt es jetzt etwas, wo wir die Weiterentwicklung einer Lebenserzählung in einer der vielen Fäden anlässlich dieses Ausgangspunktes machen können. Also kann also durchaus sein, dass wir gar nicht am Trauminhalt selbst weiterarbeiten, nur dass sie innerlich darauf eingestellt sind. Und generell möchte ich empfehlen, das habe ich gestern jetzt nicht dazu gesagt, wenn ich mit jemandem arbeite, passiert es mir gelegentlich mal, dass Menschen die Fantasie haben, wenn er das mit mir machen täte. Ja? Also sie identifizieren sich und reagieren dann manchmal ungut auf den Stil, anstatt zu gucken, wie der, mit dem ich arbeite, wirklich reagieren. Weil ich würde natürlich mit ihnen ganz anders beraten, als mit dem ich gerade arbeite. Also bitte gucken Sie, ob es für den gut ist, ob es für uns eine gute Story ist und nicht, ob, wenn Sie die Rolle kriegen würden, in derselben Story sich gut fühlen würden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Erstmal, ich tue immer gerne ein bisschen kontextmäßig vorklären. Umgang mit Träumen ist etwas, was Ihnen eher vertraut ist oder eher selten läuft. Also ich mache auch Traumreisen. Ich bin bei einer Schamanin. Ja. Und grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass da irrsinnige Fülle an wunderschönen oder auch nicht so wunderschönen Bildern da ist, die ich mir gerne anschaue. Also das ist auch eine Welt, zu der Sie einen guten Bezug haben, die Sie neugierig macht, aus der Sie schöpfen. Und es gibt auch andere Kulturkontexte, in denen dann auch ein Verständnis davon da ist, was solche Dinge bedeuten können, wie man Sinn daraus schöpfen könnte und so weiter. Gut. Gespräche über Träume dieser Art, wie wir sie jetzt haben, kennen Sie das auch schon? Nicht wirklich, ne? Mhm. In diesem anderen Kulturkontext wird es ein bisschen anders gehandhabt, wenn mal Träume erzählt werden oder mit Träumen was gemacht wird. Also ich habe so Reisen zu meinen Krafttieren, zu meinen Lehrern gemacht und mit konkreten Fragestellungen. Ach so. Aber dass ich mir jetzt konkrete Träume von mir, an die ich mich erinnern kann, ach so, anschaue, das habe ich nicht gemacht. Ah ja, also spontane Nachtträume bei Tag besprechen haben Sie nicht gemacht, eher Traumreisen, okay. Also katastrophales Bilderleben. Ja. Gut. Jetzt haben Sie ja dann mehr so beschrieben, dass für Sie die Sache mit den Träumen ist, wie wenn da unten eine Höhle wäre, zu der Sie immer wieder von verschiedenen Seiten Zugänge haben. Das ist aber eher eine Beschreibung Ihrer Traumlandschaft als das Erzählen eines Traums. Sehe ich das richtig? Oder haben Sie das auch geträumt? Das habe ich nicht geträumt. Das haben Sie nicht geträumt. Gestern, wie Sie das Bild uns gezeigt haben, bewusst geworden, dass das ein Bild dafür sein könnte. Ah, aber ja. Ich habe dieses Bild nicht geträumt. Ah ja, genau. Also es erzählt eher so Ihr Leben mit Träumen gezeichnet und nicht die Träume selbst. Mhm. Gut. Ich nehme das auf, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf von dieser Außenperspektive, würde aber gern schon als Ausgangspunkt dann eher diese tatsächlichen Träume bzw. Ihre Erinnerungen oder Ihre Erzählungen darüber. Und da hatten Sie jetzt einen Serientraum, den Sie einfach schon oft geträumt haben mit dem verlorenen Kind oder so. Wobei, ich habe jetzt diesen verlorenen Kindtraum nicht genommen, sondern einen Traum, wo Sie gesagt haben, wir haben einen aktuellen Bezug zur heutigen Nacht. Ja. Und habe mich erinnert, dass eben heute Nacht auch wieder so eine Situation war, wo ich, wenn ich jetzt wieder das Bild hernehme, meine, in der Höhle angelangt zu sein. Okay, also das heißt, heute Nacht ist in Ihrem inneren Erleben etwas gewesen, was durchaus da inszeniert hat, diese Geschichte mit der Höhle. Genau.
als ersten Schritt versuche ich möglichst viel von dem nächtlichen Erleben zu bergen, dass wir, also was haben Sie denn geträumt? Was wissen Sie von dem, was Sie geträumt haben heute Nacht? Also ich weiß, dass ich so Traumsequenzen habe, wo es um normale Dinge geht, die ich so im normalen alltäglichen Leben auch erlebe, dass ich irgendwelche Menschen treffe und dass man dann was gemeinsam unternimmt. Und dann werden diese Sequenzen aber unterbrochen. Moment, sind wir jetzt bei heute Nacht? Heute Nacht habe ich das auch geträumt, dass es so eine Sequenz gegeben hat. Moment, ich weiß, dass Träume natürlich auch surreal sind. Dennoch würde ich gerne den Versuch machen, jetzt auch wieder mit der Theatermetapher oder mit der Verfilmungsmetapher, dass wir versuchen, möglichst viel von dem zu erfahren, wie es denn eigentlich wirklich heute Nacht inszeniert wurde. Weil ich habe den Eindruck, Ihre Erzählung ist schon sehr viel Interpretation und soweit das möglich ist, würde ich gerne erst ein Stück Einblick nehmen in dem, was Sie von heute Nacht erinnern. Wenn ich dabei gewesen wäre, was hätte ich gesehen, gefühlt, gehört? Szene 1. Sie hätten viele Menschen gesehen, Menschen, die miteinander reden, in Kontakt sind miteinander. Sie wären in dieser Menge gewesen, hätten Stimmen gehört. Erzählen Sie es ruhig in der Ich-Form. Also ich sehe viele Menschen. Also ich sehe viele Menschen. Sie sind eine von denen? Eine in dieser Menge. Wo steht die Kamera? Sie gucken ja offenbar gleichzeitig von außen drauf. Die Kamera betrachtet das Geschehen von oben. Ja. Also Sie sind einmal hinter der Kamera und dort bei den Menschen. Also beide Positionen, Und also von der Handlung her tut sich da jetzt nichts Großartiges, außer dass Kommunikation zwischen diesen Menschen stattfindet. Und ich kommuniziere jetzt aber nicht bewusst mit irgendeinem dieser Menschen, sondern bin einfach Teil dieser Menge, wo primär gesprochen wird. So wie Sie es erzählen, klingt es so, dass die Erzählerposition im Moment draußen ist. Oder ist die Erzählerposition im Moment die Frau, die Sie sind, die drin ist? Na, ich bin jetzt in einer Außenperspektive. In der Außenperspektive. Aber spüre mich als Teil. Beides. Ja, also das, also dieses Doppelerleben, das wir am Traum ja oft haben. Ja. Ne? Einerseits spiele ich da drin, andererseits gucke ich zu, wie es ist. Wie geht's weiter? Aus. Aus. Da Vorhang zu? Vorhang der Erinnerung. Okay. Was für eine Atmosphäre, das nennt man die Lusio, der Moment jetzt in dieser Metapher, an der die Traumerinnerung beendet ist. Und ich frage da gerne danach, was für eine Atmosphäre ist da? Und manchmal auch, woraufhin ist das angelegt, falls es schon mit der Intuition des Möglichen spürbar ist, da bahnt sich was an. Wie würden Sie die Atmosphäre, die da ist, beschreiben? Kommunikativ, offen, angenehm. Ja. Dass sich Menschen kennenlernen. Es ist einfach so ein frei fließender Austausch in Gemeinschaft auf eine angenehme Weise. Ist es... Findet da inhaltlich was statt? Es ist mehr social halt. Ja, genau. Man ist gut beieinander und das ist auch genug. Okay. Wenn der Vorhang zugeht, gibt es irgendein Gefühl dafür, wie denn die Story, wir erleben die zwar nicht weiter, aber wie sie möglicherweise weitergeht? Nein. Das ist in der Hinsicht irgendwie auch statisch. So ist es und im Moment nicht auf Entwicklung angelegt. Okay. Wo würden Sie denn sagen, wo ging denn der Vorhang auf?
War das schon die gleiche Situation oder hat sich zwischen Aufgehen und Schließen des Vorhangs irgendwas entwickelt? Also wenn es eine Entwicklung gab, dann war das die, dass ich vorher eher links in dieser Gruppe war und mich dann räumlich etwas verändert habe. Mhm. Aber das war es auch. Mhm. Also eher Richtung rechts. Mhm, von links nach rechts. Mhm. Sie lächeln dabei? Na, das ist mir jetzt bewusst geworden. Aha. Okay. Also es gibt ja in der jüngsten Psychologie so etwas wie eine Geometrie der Bedeutung und mhm. da ist ein Schema, aber das wie alle Schemata, mal stimmt's nicht, wäre so von links nach rechts eher Richtung unbewusst, Richtung bewusst. Mhm. Mhm. Das ist die Erzählung von heute Nacht. Sinnesai ist die wirkliche Erzählung von heute Nacht. Die wir jetzt gerade hatten. Na, die folgt jetzt. Die folgt jetzt, okay. Mhm. Vorhang geht auf. Dunkel. Mhm. Ein großes Gefühl der Verzweiflung. Mhm. Was sehen wir? Oder Sie sehen Dunkelheit und fühlen sich verzweifelt. Genau, ich sehe Dunkelheit, fühle mich verzweifelt, so ein nach unten gezogen werden. Mhm. Und ein Wissen, ich muss irgendetwas lösen, und das ist mir jetzt hier beim Dilemma ganz bewusst geworden. Mhm. Und das Wissen, ich weiß nicht, wie es zu lösen ist. Mhm. Und das ist auch dieser eine sehr oft wiederkehrende Traumsequenz von mir. Also ich versuche das jetzt zunächst mal in diesen Inszenierungskategorien nochmal zu rekapitulieren. Sehen tut man eigentlich Dunkelheit? Oder man sieht nicht, je nachdem, wie man das sehen möchte. Der Traum findet eigentlich in einem Wissen und in einem Gefühl in Ihnen statt. Ich fühle mich nach unten gezogen, ich fühle mich verzweifelt, ich weiß, dass ich was lösen muss und ich weiß nicht, was die Lösung ist oder vielleicht nicht mal, was es ist, was zu lösen ist. Und ich weiß auch, dass es existenziell wichtig ist. Ich weiß, dass es für mich wichtig ist. Mhm. Wo endet diese Traumsequenz? Geht dann einfach in diesem Zustand der Vorhang zu oder ist da irgendwas? Also sehr oft ist es jetzt verbunden. Das ist in der Nacht. Jetzt heute Nacht erstmal. Das wäre die ein. Mhm. Vorhang zu. Mhm. Neue Traumsequenz beginnt, die dann wieder eine Ähnlichkeit hat mit Szene 1. Ah ja. Ein Unterschied zu Szene 1 oder identisch? Unterschied zu Szene 1, wobei ich diese Szene 3 jetzt nicht so parat habe. Okay, aber eher so das Gefühl. Da ist die Szene 1, dann gibt es diese ja auch dramatische Zwischenszene und dann wieder Szene 1. Und die Szene 2, da der Vorhang zugeht, was für eine Atmosphäre ist da in der Szenerie? Angst und Verzweiflung, Herzklopfen. Okay, also das, was jetzt hier in dem Kreis ein Begegnen der Verzweiflung. Und das wären jetzt die Szenen von heute Nacht. Mhm. Okay. Und Sie sagten gerade, die mittlere Szene wäre auch eine neue Episode einer häufigen Inszenierung. Mhm. Ist denn heute Nacht irgendwas anders gewesen zu früheren Varianten dieser Inszenierung? Ist mir heute Nacht das Bild davor, die Szene 1, viel klarer im Gedächtnis ist. Ah ja. Also neu ist, dass diese beiden Bilder im Zusammenhang gespielt werden, obwohl wir den Zusammenhang noch nicht kennen. Mhm. Okay. Und sonst ist es eher so, dass Sie nur Szene 2-artige Dinge haben und drumherum nichts. Ja, also da kann ich mich dafür dann nicht so erinnern. Okay. Mhm.
irgendeine eigene Idee, wovon das erzählt, was Sie da heute Nacht geträumt haben? Sie müssen nicht, aber nur, ist ja wichtig, nicht, dass ich irgendwie anfange und da gibt es längst Ideen oder Vorstellungen. Also, interessanterweise verbinde ich es immer so mit Suche, ist ein Wort, das immer erscheint. Mhm. Und das ist dann, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, manchmal stehe ich dann auch wirklich auf in der Nacht und suche irgendwas im Zimmer. Dann wache ich auf und lege mich wieder ins Bett. Das heißt, die eine Idee darauf zu antworten, die inszenieren Sie dann in ganz konkreten Außenwirklichkeiten. Und die suchen dann irgendwas? Irgendwas. Sie wissen, wissen Sie, was Sie suchen dann? Oder? Weiß ich nicht, aber diese Suche bringt mich dann so weit, dass ich diesen Traum relativieren kann, erkenne, es war nur ein Traum. Ich kann beruhigt sein in der normalen Wirklichkeit und schlafe dann wieder weg. Also diese Suche ist einfach eine, um den Traum auf Abstand zu bringen, dass sie da nicht reinfallen und dem ausgeliefert sind. Ah ja. Und das funktioniert auch ganz gut. Gut. Das sind jetzt Traumbühnen. Ich würde jetzt gar nicht versuchen, mit auf dieser Bühne was zu machen, sondern eher mal zu gucken, okay, das tun wir auf einen Monitor. Welche andere Lebensbühnen gibt es, fallen Ihnen ein, gibt es da irgendeinen, wo Sie das Gefühl haben, da gibt es einen Bezug zu? Also welche andere Monitore wären denn wichtig, auch wenn wir den Zusammenhang nicht gleich beschreiben können? Also sicher mein aktueller Arbeitsmonitor. Sagen Sie bitte was da in Ihrem aktuellen Arbeitsleben, welche Szenen, welche Situationen Ihnen dazu einfallen? Also da bin ich jetzt gerade am Übergang von der PR-Beraterin zur Organisationsberaterin, auf der Suche nach meinen Schwerpunkten, nach meinen Rollen, die ich auf dieser Bühne spielen möchte. Okay. PR-Beraterin, ich habe eine Assoziation, aber vielleicht ist das nur ein Vorurteil, kriege ich eher die Fantasie, das ist vielleicht eher was mit der ersten Szene von der Qualität her zu assoziieren, dann ist das für Sie so? Das ist eher so. Eher so, dieses Being Social muss nicht unbedingt viel bedeuten. Und mit diesen neuen Berufsbühnen verbinden Sie auch die Suche nach Wesentlichem für sich. Wie weit sind Sie da schon im Übergang? Also wie bereitet sind die Bühnen für die neue Bühnen und die neuen Rollen und die Möglichkeiten im konkreten Leben? Also wenn man es jetzt daran misst, wie viel Prozent meiner Tätigkeit ich für was aufwende, ist es circa 50-50. Schon? Okay. Und diese 50%, das Sie merken auch, das trägt? Oh ja. Sie können die Rolle... Sie finden die Bühnen, auf denen es stattfinden kann, und es kommen genug Zuschauer, die sich dafür ernähren, dass sie auf diesen Bühnen einen Part spielen. Na gut. Andere Bühnen? Jetzt tun wir mal auf den Monitor, gucken mal, ob es noch andere gibt. Also wir folgen jetzt diesem Vertikalen, wir driften mal. Ne? Welche... Da können auch ganz verschiedene Lebensbühnen die Dinge zusammenkommen und dann gucken wir, die Zusammenhänge haben eher einen Sinnzusammenhang. Und der wird sehr oft über Ähnlichkeiten erschlossen, nicht über vernünftige Kausalzusammenhänge. In der Jugendpsychologie spielt der Zusammenhang durch den Sinn eine wichtige Rolle. Das gipfelt in dem Begriff der Synchronizität. Das heißt, es gibt einen akausalen Zusammenhang zwischen Dingen und der Zusammenhang ist der Sinn. Die private Bühne. Davon berichten Sie nur, was Sie mögen. Wenn Sie Bühnen haben oder Szenen Ihnen einfallen, von denen Sie denken, sie sind wichtig, die Sie aber nicht erzählen möchten, ist das in Ordnung. Aber es ist gut, wenn ich davon weiß.
Aber wir gehen da nicht rein, ja, wenn Sie das nicht wollen. Wie Sie gestern gesagt haben, dass Sie eben schon 30 Jahre mit Ihrer Frau zusammen sind, ja. Das ist so ein Thema, wo ich mich auch immer frage, ob ich es schaffe, sozusagen wirklich ein Leben lang mit einem Mann zusammen zu sein. Mhm. Und ich sehe einen Ring, den gibt es schon? Das ist aber... Das ist kein A, ne? Sie sind nicht verheiratet. Gibt es schon einen Kandidaten, bezogen auf den Sie diese Frage konkret überlegen können? Den gibt es schon. Mhm. Und Sie haben auch eine Partnerschaft schon entwickelt. Mhm. Und auch ein Kind und ein gemeinsam 7 Jahre, 8 Jahre Lebensgemeinschaft. Ah ja. Mhm. Mhm. Steht da auch ein Stück gemeinsame Diskussion? Oder gibt es die Diskussion schon, dass in Ihnen sehr viel Arbeit? Gibt es immer wieder diese gemeinsame Diskussion? Mhm. Wenn Sie es einfach mal intuitiv, gefühlsmäßig beurteilen, gibt es da einen Zusammenhang zu den Traumbildern, auch wenn wir ihn nicht kennen? Könnte durchaus sein. Also, ich weiß es nicht wirklich. Mhm. Lassen wir mal auf dem Monitor, aber unverbindlich. Mhm. Andere Bühnenszenen, eigene Lebensgeschichte, Familie, also, Vorstellung vom Alter, wie auch immer. Mutter sein und berufstätig sein. Mhm. Ist auch so eine Bühne. Was müssen wir auf dem Monitor, was können wir auf dem Monitor sehen? Gibt es was Konkretes, was wir da sehen können? Ja, eine Frau, die so schon hin und her gerissen ist, auch immer wieder, wo so die Balance ist. Mhm. Wir machen mal ein kleines assoziatives Experiment. Wie alt sind Sie jetzt? 40. 40. Das ist auch eine wichtige Zeit, wo man langsam mal so gucken muss, so, wie es denn weitergehen soll. Angenommen, wir sind 20 Jahre voraus oder versuchen 20 Jahre voraus zu ahnen und Sie sagen einen Satz, der anfängt mit erfüllt haben wird es sich für mich, wenn... Ich in einem Kreis sitze und meinen Enkelkindern von einem Leben einer weisen Frau erzählen werde. Mhm. Wer ist die weise Frau? Das bin ich. Achso, von sich selbst, also dass Sie davon erzählen und selbst auch sind, wovon Sie erzählen. Mhm. Ah, ja. Das heißt, da ist so ein Seelenbild von die weise Frau, die auch der nächsten Generation von dem, was sie erfahren hat, vom Leben, vom Sinn, von den Sphären, auch weitererzählt. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass wenn Sie jetzt wechseln von dieser PR-Seite zu dieser Organisationsberater-Seite, dass es da diese Qualität öfter gibt, als es bisher gab? Unbedingt, ja. Unbedingt, ja. Jetzt haben Sie ja erzählt, dass Sie auch mit einer Schamanin tätig sind. Sind denn dort Bühnen, in denen Sie dieses Bild entwickeln können von sich als Frau? Oder gibt es da Vorbilder, die Sie in sich aufnehmen? Also Vorbilder nicht wirklich, aber gerade gestern habe ich viele Bilder wieder gesehen, wie ich in meinem Berufsleben mich auf unterschiedlichen Bühnen als weise Frau erlebe. Ah ja. Mhm. Das ist eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen. Warum gerade heute Nacht dieser Traum? Hat das vielleicht einen Zusammenhang zu dem, wenn es irgendwie einen Zusammenhang hat,
zwischen zu dem, was wir hier machen? Eine Idee, worin der Zusammenhang bestehen könnte? Also ich hab mich gestern gewundert, dass irgendwie keine neuen Bilder gekommen sind, weil die Bilder mir sehr vertraut sind und mir dann aber gedacht habe, es ist eigentlich sehr schön, dass mir diese Bilder so vertraut sind und dass ich auch meine, dass ich auf dem Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, genau diese auf diesen Bühnen auch zu Hause sein werde und genau das Leben werde können, was so meinen Seelenbildern anscheinend entspricht. Also insofern eine Bestätigung. Aber andererseits auch so die Frage, da könnte doch noch viel mehr sein und warum habe ich das nicht entdeckt? Also eher auch, dass Sie sich an der Schwelle erleben, dass Sie sagen, das sind viele Bilder und es ist ja auch ein guter Weg. Und Sie machen ja oft diese Geste so, bin aber, irgendwann müsste dann noch was Neues kommen, was dazugekommen, was anderes. Also da, das wäre es noch nicht, wenn es das wäre. So schön genau. Und das auch wäre. Ah ja. Ja, jetzt schlägt es in mir aus, wo ich denke, ja. Das Problem ist, dass wir es jetzt mit Dingen zu tun haben, die wir noch nicht kennen. Gar keine Idee, was es sein könnte? Und das Ganze überraschend ist, was so in dieses auch ja ruhige, bedächtige, abgeklärte Wesen, das Sie zeigen, auch vielleicht gar nicht unbedingt reinpasst. Oder scheinbar nicht reinpasst auf Anhieb. Irgendetwas, das mich sehr inspiriert, kommt mir jetzt so in den Sinn, müsste das sein. Auch was ganz Braves. Na. Gut. Mir ist gerade wieder eingefallen, wie Sie heute Morgen reingekommen sind. Da kommen ein bisschen zu spät, platzen rein, laufen voll durchs Bild. Also du hast auch noch ein paar andere Kräfte in Ihnen. Stimmt das? Ist das auch in Ihnen? Ja, klar. Leben Sie das schon? Oder ist das... Eher nicht so sehr. Eher nicht so sehr. Ja. Gibt es das in Ihrer Geschichte? Gab es das in Ihrer Familie, dass jemand das sehr gelebt hat? Hat es immer wieder gegeben, ja. Und eine Frau ist dann auch sehr berühmt geworden dadurch, dass sie so gelebt hat. Nämlich? Eine Verwandte von mir, die nach New York ausgewandert ist und ganz eine berühmte Malerin wurde. Und das ist mein Vorbild, Sie haben recht. Also wenn ich so ein Vorbild habe, dann ist sie es. Und wie kam es dazu, dass sie ausgewandert ist? Das war in den 20er, 30er Jahren. Also da hat es sicher auch noch andere Gründe gegeben als jetzt innere Gründe. Ja, ja. Sie hat ein uneheliches Kind gehabt und ich nehme an, dass das auch nicht so anerkannt wurde von der restlichen Familie und ist deswegen auch ausgewandert und war auch Künstlerin und hat eben auch nicht das entsprechende Umfeld in Österreich gefunden. Also so ein bisschen auch eine schicksalshafte Reaktion, eine Ausstoßung der Gesellschaft, in der sie war, die bei ihr dann einen Aufbruch in ganz andere Seinsformen ausgelöst hat. Haben Sie sowas schon mal erlebt, wo Sie das Gefühl haben, Sie sind so aus Ihrer ganz gut gefügten bisherigen Lebensweise und Persönlichkeit ausgestoßen worden? Oder es hat ordentlich gerüttelt? Mögen Sie ein bisschen was darüber sagen, wann oder wo und in welchen Kontexten das war? Vor 13 Jahren, wie ich meinen Sohn bekommen habe. Das bewegt mich sehr. Okay. Ja, Sie sollen da jetzt nicht stärker in Gefühle reingehen.
Gibt es eine Möglichkeit, davon so ein bisschen zu erzählen, ohne dass es Sie zu sehr bewegt? Also atmen ist... Ich kann ja reden, wenn es mich bewegt. Wenn Ihnen das recht ist, ist es gut, ja. Und der Vater des Kindes und seine Familie, das sie nicht wirklich anerkannt haben. Mhm. Und ich dann gegangen bin. Mhm. Wohin gegangen? Weg von ihm zurückgekehrt, zu meinen Eltern. Ah ja, okay. Also aus dieser Beziehung, aus dieser Familie gegangen. Insofern gibt es dann Ähnlichkeiten. Nur, dass sie nicht nach New York gegangen sind. Das steht noch aus. Wie bitte? Nur, dass sie nicht nach New York gegangen sind. Das steht noch aus. Ihr Weg nach New York. Ja, wir wissen auch noch nicht, was oder wie oder wo New York für Sie sein könnte. Wäre es in Ordnung, wenn Sie auf diese Weise auch wirklich noch einen Aufbruch in eine neue Welt machen? Zumindest nicht unvorstellbar. Nicht unvorstellbar, da kommt sogar ein gewisses gefälliges Lächeln in Ihr Gesicht. Aha, okay. Und gleichzeitig vielleicht auch die Sorge, dass es einen Zusammenbruch des jetzigen Systems bedeuten könnte. Einen ziemlichen sogar. Aha. Angenommen, wir können das jetzt nicht tun, weil wir auch zeitlich da begrenzt sind, aber angenommen, ich würde Ihnen vorschlagen, lassen Sie uns gucken, ob es ein New York für Sie gibt, das ganz gut mit Ihrer bisherigen Lebensgefüge harmonieren oder wenigstens in Koexistenz leben könnte. Hätten Sie das Gefühl, das wäre für Sie attraktiv? Oh ja. Oder müsste es der Knall sein und der Bruch? Ich glaube nicht, dass es der Knall und der Bruch sein muss. Mhm. Wenn ich auf Ihre Traumbilder von heute Nacht schaue, dann ist es ja sehr, sehr verschiedene Qualitäten, sehr unvermittelt einander gegenüber. Und ich würde dann mit Ihnen, was wir jetzt nicht machen können, so eher auch Inszenierungsideen entwickeln, wie die Qualitäten kombiniert werden könnten. Also wie zum Beispiel, die eine Szene ist voll von Menschen, sehr sinnorientiert. Die Aufmerksamkeit ist dort und von außen beobachtend. Und das sind ja Inszenierungsqualitäten, die gut sind. In der zweiten Szene ist eigentlich wenig inszeniert und sie sind völlig identifiziert und geraten da fast tunnelmäßig rein mit den Reaktionen, sodass sie, wenn sie nachts aufwachen, erstmal sich wieder orientieren müssen und helfen, wie sie in der ersten Bilder war. Also ich würde jetzt eher ein Stück so ein bisschen Studien machen mit Ihnen, ob man den Kulissen oder Personen ausgewählter Art aus der ersten Szene in die zweite Szene reintun könnte. Mhm. Ob es Licht gibt oder ob es eine Bewegung gibt. Man würde jetzt eher über die formale Inszenierung eine Kommunikation zwischen den Arten von Inszenierung schaffen. Angenommen, wir täten das, Sie haben das mal innerlich schon mal abgeglichen, wie wäre das? Hilfreich. Aha. Meine Vorstellung ist, was daran gut wäre, ist, dass man nicht mit einer thematischen Interpretation und auch nicht mit dem Dilemma-Zirkel, obwohl sich das jetzt natürlich toll anbieten würde, arbeitet, sondern eher auf diese Inszenierungsstilebene, dass mit unterschiedlichen Modalitäten auch ganz unterschiedliche Stile und Welten generiert werden und das vielleicht auch dieses Auseinanderreißen der Sphären bringt. Mhm. Und ich würde eher versuchen, Sie darin zu unterstützen, diese Sphären, diese Bühnen einander näher zu bringen, die Gestaltungsmittel einander näher zu bringen, die Stile einander näher zu bringen, als eine stilistische Übung, die Ihnen auch hilft, das Beste von verschiedenen Welten zu nehmen, ohne die Brüche nehmen zu müssen. Mhm.
konkret könnte das wie machen? Ja, im ersten Schritt wäre es eher jetzt eine Studie, indem wir das fantasiemäßig machen würden. Also ich würde zum Beispiel als ersten Schritt mal mit Ihnen experimentieren, ist es möglich, ein Stück noch weiter zurückzugehen und diese beiden Bühnen als Schauplatz 1 und Schauplatz 2 auf eine Bühne zu tun. Sodass dass die erstmal gar nicht in verschiedenen Welten sind. Obwohl man zunächst, außer dass die räumlich zusammen sind, ja noch gar keine Bezüge sieht. Und dann so nach und nach gucken, gibt es Ideen über Bezüge. Jetzt sehen wir uns jetzt nur in diesem Gespräch. Erfahrungsgemäß würde dann Folgendes passieren, allein, dass ich solche Bilder mit Ihnen, wenn ich das sage, Sie gehen ja sofort ins Visuelle und setzen sich das ja auch leicht in Bilder um, könnte es zum Beispiel dazu führen, dass Sie heute Nacht schon diese Anregung für Neuinszenierung in Ihrem Traum übernehmen. Und wir dann wieder von dort ein Stück Supervision kriegen. Sodass wir jetzt ruhig ein bisschen bewusst, methodisch mit Einfällen experimentieren dürften und dann eher so mit Absätzen in ihren Träumen und Widerspiegeln so auch Signale kriegen würde, was davon geht nicht oder was wird aufgenommen, aber in neue Varianten übersetzt. Also so könnte das dann weitergehen. Und jetzt ohne Ihre Begleitung, wie kann ich weitermachen? Meine erste Reaktion ist, wenn Sie sagen, ohne Ihre Begleitung, dass ich denke, nein, nicht ohne Begleitung. Wobei ich nicht zur Verfügung stehen kann und es auch nicht darum geht, dass ich jetzt da wichtig sein muss dabei. Aber ich kriege so das Gefühl, nein, eine kompetente Begleitung, die an Integration interessiert ist, würde Ihnen gut tun. Also, und da weiß ich jetzt nicht, ob diese germanistische Szene vielleicht zwar gute Dinge macht, aber nur eine Seite bedient. Ja. Und eine andere Szene eine andere Seite, aber nicht die Durchlässigkeit der Seiten zueinander damit nicht im Fokus sind. Und ich würde eher ein Stück Beratungsbegleitung in Richtung Durchlässigkeit organisieren. Also einen systemischen Berater, oder? Aber unter dem Etikett können Sie Leute kriegen, die überhaupt nicht verstehen, was wir jetzt gemacht haben. Also dann, wenn Sie dann ganz konkrete Empfehlungen wollten, wenn Sie hier nicht ohnehin Adressen wüssten, würde ich Ihnen dann einfach jemanden empfehlen. Gut, das ist jetzt eher mal so eine Studie, Design, wie es gehen könnte. Wie ist Ihr Gefühl für unser Gespräch, das wir bisher hatten, das wir gemacht haben? Diese zwei Extremen oder Extrema, die ich sehr oft in meinem Leben sozusagen unter einen Hut bringen muss, die sind einfach sehr präsent. Und ich habe jetzt, wenn ich mir diese beiden Traumsequenzen angesehen habe, nicht so erkannt, dass das wieder so zwei Extreme widerspiegelt. Und insofern gefällt mir dieser Integrationsansatz sehr gut, weil das auch mein tägliches Leben ist, das ich ständig integrieren muss. Also auf der Ebene der bewussten Inszenierung stimmt es ja sowieso. Und es wäre gut, wenn auch auf der Ebene der seelischen Bilder und der Strebungen da eigentlich nicht Gräben blieben, sondern auch die anerkannt werden darf, dass es da auch ein Zusammengehen gibt. Wobei interessante Unterschiedlichkeiten ja nicht verloren gehen sollen. Daraus wollen Sie ja noch schöpfen. Ja, finde ich auch. Ja. Also das wäre dann Integration auf der Ebene der Seelenbilder. Dankeschön. You're welcome.